Hallo und herzlich willkommen bei den Tommies. Heute zu Gast bei unserem Freund Ronny in der Gartenbox Bernau. Moin. Wir haben heute vor, uns ein Duo Garé um den Nagel zu reißen mit einer Bruschetta. Das Ganze wird gemacht auf den Breuking Riegel 96. Und wie das geht, zeigen wir euch. So Jörg, erzähl doch mal, was haben wir denn alles Schönes heute am Start für unser Carré? So, wir haben für unser French Rack Carré vom Duroc Schwein eine schöne Füllung, die wir vorbereitet haben. Und zwar Hirtenkäse, geräucherter Paprika, Kräuter der Provence machen wir rein, ja, um noch ein bisschen eine Frische reinzubringen. Würzen mit dem Big Wing von Don Marco. Und um eine tolle Kruste hinzukriegen, haben wir noch das Fleur de Sel. Ja? Ja, und was hast denn du da Schönes? Ja, dein Spinat gehört dir erstmal noch hier. Den kriege ich noch, ja. Dann haben wir für unsere Bruschetta ein schönes Ciabatta-Brot, Tomaten, ganz wichtig, das Hauptbestandteil. Dann von der Spice Bar unser Gewürz Malakka, ein schöner Knobigruß, Jordan, Olivenöl, Knoblauch und Basilikum. Na dann, werden wir mal loslegen, oder? Komm mal an. So, na denn? So, Ronny. Feuer frei. Wir schneiden erstmal unser Carré vor. Oder French Rack. Ja, erstmal hier immer schön ein bisschen Fleisch dran lassen am Knochen, ja? Denn wir wollen ja, dass wir das nachher noch schön wickeln können. Ja. Oh, schön durchwachsen komplett, oder? Mhm. Sieht gut aus. So. Den Fettdeckel lassen wir komplett drauf? Den lassen wir drauf. Okay. Den wollen wir nachher da oben drauf haben. So, jetzt haben wir es vorgeschnitten. Bereiten wir unseren Käse vor für die Füllung. Den schneiden wir einfach in drei Teile. Und hier reichen vielleicht auch zwei Teile. Damit es nicht so dick wird. Ja. Ja, dann lassen wir das lieber so. Den legen wir hier rein. Ja? Okay. So. Schön in die Mitte. Feta ist jetzt drin und Ronny, du würzt schon mal vor. Jo, schön Pickwing drauf. Geiler Gewürz. Könnt ihr auch für, wie der Name schon sagt, auch für Hähnchen nehmen. Hat einen schönen geilen Bacon-Geschmack, Sesamkörner drin. Passt einwandfrei. Schweinekram auf jeden Fall. Lecker. Super. Okay, dann machen wir jetzt unseren Paprika. Den schneiden wir nochmal. Warte, ich darf nicht das teure oder so nehmen. Und was ist das Brett auf? Ja, nicht auf dem Brett schneiden. Nicht auf dem Brett schneiden, ja. Der Paul. Das ist Paul böse. So, jetzt nehmen wir die Kräuter der Provence. Da haben wir einen schönen Würfel. Ich bin gespannt, wenn Tommy das Ding auf den Drehspieß macht. Da freue ich mich schon drauf. Als nächstes noch ein bisschen Spinat. Den kann man auch blanchieren, ne? Den muss man jetzt nicht frisch reinmachen. Ja, abgewaschen, das reicht. Ja, mal abgewaschen, das reicht. Ne? So. Gut, Füllung ist fertig. Okay. Dann wickeln wir das mal zusammen. Gutes Stück. So. So. Schöner Apparat. Schöner Apparat, oder? Ja. So, fertig. Jetzt binden wir es zusammen, damit es nicht auseinanderfällt. Brauchst du Hilfe? Nee. Okay. Ist auch okay. Ich trink mal ein Stück Bier, was? Das hast du ja verdient. Oh, ich brauche mal deine Hilfe. Also immer mittig anfangen, ja? Macht Sinn. Ja. Da gibst du die Form vor, ja? Genau, erstmal mittig, um Halt reinzubringen und dann außen weiterbinden. Erstmal links, dann rechts und dann einfach durcharbeiten. Und Jörg, was beachtest du jetzt hier bei den Faden, wo du setzt, in die Rippen? Ja, versucht das immer mittig hinzukriegen, ja, damit wir den nachher schön durchschneiden können, damit der Faden noch am Kotelett hängt. An der Scheibe sozusagen, die Scheibe runtertranchieren, dass wir praktisch die Scheibe zusammenlassen. Genau. Okay. Jetzt haben wir quasi so langsam wieder die natürliche Form vom Stück, ne? Da kommen genau. wir hin, ja. Genau. Da wollen wir hin. Zum Ursprung zurück. So, jetzt sind wir fertig mit Binden, ja. Also immer zwischen den Rippen durch binden. Dann haben wir relativ gleichmäßig große Stücken. Hier hinten darauf achten, dass ihr da auch zwischen den Rippen seid. Wenn wir es nachher durchschneiden, dass uns das nicht im Weg ist, der Faden. Ja? So. So, und jetzt darf der Tommy ran, ne? Jetzt kann der Tommy ran. So, jetzt ist Tommys große Stunde. Er schiebt jetzt ein. Schauen wir mal, wie das aussieht. Jetzt Schwert, ist an der Reihe.
Wir haben uns überlegt, was haben wir überlegt? Hier ist der Feder. Wir setzen den Spieß, dass er hier rauskommt. Da verschieben wir den Feder nicht. Und wie sagt Mirko immer, junger Jedi, sei mittig. Und das funktioniert einfach mal wunderbar. Jetzt gucken wir mal die Krallen, dass wir die so ein bisschen noch drehen, wo wir ein bisschen Fleisch haben. Und vorbeikommen am Knochen. Ganz entspannt. Zweite Kralle draufsetzen. Kurz gucken, wo es rauskommt. Wir haben schon mal vorher ein bisschen versucht, wo wir landen. Darum sitzt sie jetzt schon fest, die Kralle. Dass wir auch den Backburner ein bisschen haben. Wir machen jetzt den Backburner auch erstmal nicht an. Dann macht man den Grill indirekt einreguliert mit Brenner links, Brenner rechts. 150 Grad circa eine halbe Stunde. Danach schalten wir den Backburner zu. Hat einen Grund, hier haben wir Knochen dran. Knochen verschlingen die Hitze, nehmen die erstmal auf und geben erstmal im späteren Zeitpunkt die Hitze auch ans Fleisch weiter. Deswegen machen wir den Backburner, das sind ungefähr 200 Grad hat der Grill, in der halben Stunde danach erst an. Jetzt haben wir noch eine wichtige Sache, das Salz. Wir machen uns ein kleines Bettchen aufs Brett, auf das schöne Gourmet-Holzbrett von Baul Held, der hier im Hintergrund steht. Baul, komm mal her, mein Kleiner. Komm mal her, los. Zeig dich doch mal. Basti und schon mittlerweile uns zwei schöne Bretter beschert. Ja. Wir wollen mal Danke sagen. Bitte. Ja, vielen Dank, Paul. Und freut uns, dass wir dich kennengelernt haben. Mach da hier so eine Kratzer drin. Ja, du hast es vorsichtig gemacht. Ganz wenig mit dem Messer. Ja, wir nehmen nur Salz und ein bisschen Fleisch. Ich will noch ein bisschen was hinmachen hier. Gib mal hier, das ist ja viel zu wenig Salz, Mensch. Ja, Freunde, du musst dir was machen. Ja, siehst du. Aber? Ich bin heute der Salzstreuer hier. Das haben wir hier schneit draußen, ja. Also wirklich bloß am Fett, ja. Wir machen jetzt schön das Fett mit Salz. Damit es auch eine schöne Kruste bekommt. Eingeschnitten haben wir es jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Es geht eigentlich nur um die Salzkruste. Temperatur machen wir 5 mm plus. Für einen Spießbraten, für einen Drehspieß optimal. Du kannst kein Gabelgewirr. Den stecken wir jetzt hier rein. Wir gehen auf eine Temperatur von 69, maximal 70 Grad. Und wir machen das halt mit dem Smartphone. Ganz einfach, ja. Und ab geht's. So, Grill ist voll, heizt auf 150 Grad. Tommy, ich würde sagen, geht los. Wa? Wir haben hier die Roste rausgenommen. Wir haben hier eine Wasserschale drin. Da haben wir jetzt noch ein bisschen unsere Kräuter der Provence mit drin. Da haben wir noch ein bisschen. Weil wir sie haben, Ronny. Genau. Weil wir sie haben. Feuerfrei. Und Aromatisierung ist immer gut. So. Denn der Motor hängt schon. Hilfst du mir? Das ist schwer. Jo. So, also ich bin gut dabei. Machen wir noch das Gegengewicht. Gucken wir gleich nochmal, ob er noch ein bisschen fällt. Wa? Die Schale ist genau richtig. Ja. So. Dreht sich richtig rum. Richtig. Weg von der Flamme. Warum? Damit das Fett schön runterlaufen kann, mein Freund. Genau. So, halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde. Bonnie, wir sind Ossis. Wir schmeißen das Speck. Nee. Machen wir auf den Grill ruf, das aus. Das sah jetzt das Gute. Na, das schmeißen wir mit rein. In die Abbruchschale. So. Schale oh. Nicht. Und schon noch alles sauber und das stecken müssen. Bis gleich. Jetzt machen wir unsere Beilage. Bruschetta. Riesengroßer Aufwand, Bruschetta. Mit Zwiebel, ohne Zwiebel. Wir machen was anderes, Leute. Wir machen den Backburner an. Ah! Ja, den zünden wir jetzt. Backburner ist hier. Zündung. Und Zündung läuft. Läuft gar nicht. Okay. Jetzt ja, doch. Ja. Ist kalt draußen. Wir haben draußen 0 Grad. So, wir drehen jetzt aber auch die seitlichen Brenner. Runter. Die Heckbrenner lassen wir auch auf Hälfte laufen, oder? Ja, machen wir es dann langsam, nicht so schwarz wird. Und ich denke mal, haben wir unter 180, wenn wir sie auf 3/4 Kraft laufen lassen. Machen wir 180. Wie viel Kerntemperatur haben wir denn jetzt? Kerntemperatur. Guck mal nach. Ist doch Liter warm. Das checken wir. Wir haben eine 33 im Kern. Das kann auch ein bisschen. Ja. Und jetzt macht der Ronny erstmal seine leckere Bruschetta-Vorbereitung. So. Wir schnippeln. Ich würde sagen, du machst das Brot. Und ich werde mal derzeit schon mal die Zwiebeln machen. Ist berechtigt, weil es mein Brett ist und böses Messer aufs Brett. Richtig. Ja. So, wir nehmen Zwiebel. Wir nehmen Zwiebel. Eine halbe. Zwiebel braucht so ein Thema. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte es nicht. Weil Chefkoch sagt, es gibt keine Zwiebel an Bruschetta. Hier in Barney gibt es Zwiebel. Da machen sie dran, okay? Wenn ihr wollt, eine Zwiebel, macht sie dran. Ronny, das Messer ist gut. Scharf, ja? Das ist sehr angenehm. Schnell in die Finger. Oh ja. Ja. Das ist wirklich sehr scharf. Angenehm. Ciao, wie scharf das Messer ist? Jo, sehr scharf.
Und für die Pflege danach hat natürlich Gourmetholz auch gesorgt. Wir haben hier in drei Komponenten Bienenwachs, ohne irgendwelche Schadstoffe oder irgendeinen Quatsch drin. Also es ist wirklich nur Kokosöl, Bienenwachs vom Imker um die Ecke, Leinöl, am besten ein bisschen warm machen. So, wir haben hier Schnippel wie die Weltmeister, Tomate, Knoblauch, Basilikum. Na okay, und Zwiebel. Und Zwiebel, siehst du, stimmt, Zwiebel auch noch. Ciabatta ist geschnitten, hier haben wir uns nochmal einen schönen Knoblauch-Ansatz gemacht. Ist dann eher fürs Brot, das wird nochmal schön einpinseln. Dann werden wir jetzt Malakka nochmal schön drin machen, griechischer Knobigruß. Knoblauch kann ich genug sein mit Bruschetta, Entschuldigung. So, was fehlt? Olivenöl. Ja? Olivenöl. Schöner Schuss, jutet Olivenöl. Das nehmen wir nachher zum Einstreichen für die Brote, bevor wir sie zum aromatisieren. Ja, bevor wir sie rösten. Ja. So, Thomas, was hier? Das war ein toller Aufgabe. Danke. Danke, lieber Ronny. Ja, wir mengen jetzt wirklich alles schon unter. Eine schöne Pampe wird, ja. Man muss wirklich gucken, dass es eine schöne, naja, Pampe ist einfach, ja. Und das kann noch ein bisschen ziehen jetzt. Hat noch ein bisschen Zeit, bis es alles fertig ist. Und dann bestreichen wir die Baguettes und Ciabatta mit den Brei. Mmh. Lecker, sage ich euch. So, ölen. Ja, ölen und grillen. Ronny grillt, ich öle. Ich frage für die Anfänger, ja. Grillst du das auf der geölten Seite oder auf der geölten? Auf der geölten, okay. So, wir haben fleißig Brot gegrillt. Kerntemperatur vom Brot ungefähr 55 Grad. Nein, Quatsch. Das müsst ihr einhalten. Wichtig. Ich würde sagen, Thomas, du kannst mal ein bisschen das machen. Unsere Pampe aufmachen. Pampe, genau. Schulschmieren. Mal kurz durchrühren. Einen schönen Berg drauf. Berg für Glück. Das ist eine sehr nette Vorspeise oder auch Beilage. Oder? Ja, kommt immer an. Auch bei Ladies. Ja. Guten Hunger. Prost. 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 Bitte. So. Unser Karree ist auch gleich fertig. So, unser Karree ist fertig. Wir nehmen es jetzt vom Grill runter und dann schneiden wir mal auf. So, wir haben es vom Grill genommen. 70 im Kern, wie ich erwähnt. Haben es jetzt mal 5 Minuten ruhen lassen, dass das Fleisch ein bisschen entspannen kann. Jetzt schneiden wir es mal mittig an. Ja. Gucken jetzt, wo der Faden langläuft. Den wollen wir nicht kaputt schneiden. Machen erstmal einen kleinen Mittelschnitt. Mmh. Oh ja, das riecht auch sehr geil, muss ich sagen. Sehr gut. Na, das war doch. Und saftig, ja? Juicy. Juicy. Spicy and juicy. Genau. Und dann richten wir das schön auf unserem Teller an. Nö, Brett. Und Gourmetholz. Ja, unser Gourmetholzbrett. So. Wow. Und dann können wir den Faden noch abmachen danach. Nein, schneid mal an. Warte, ich mache erstmal hier schön Knochen ab. Und dann. Was möchtest du denn für ein Stück? Bisschen was Mageres oder? Schön saftig. Schön saftig. Warte. Mach am besten alles kaputt. Wir nehmen uns einfach, was wir wollen. Jawohl. Ein bisschen mit der Füllung noch, ne? Ja. Ja, so ist das Beste raus, genau. Sehr gut. Sehr gut. Na denn? Na dann. Feuer frei. Ich will was Fettes. Oh, mit Käse, ja. Oh ja. Riecht schon sehr gut. Ja. Oh, die Kräuter in Provence kommen durch. Oh ja, sehr kräutrig, ja. Prost, denn? Prost, Freunde. Prost. Weich. Sehr lecker. Saftig. Bisschen Spinatnote, Kräuter, Fleisch. Feta. Super Aroma, ja. Ja. Feta ist gut. Feta noch schön. Sehr lecker. Natürlich noch schönes Bruschetta dazu, ha? Ich denke, das reicht zum Satt werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, eine Duro-Karree vom Drehspieß, mega lecker. Ich denke mal, wir werden uns jetzt mal öfters sehen und schöne Sachen machen, oder? Es ist nicht weit nach Bernau. Nö. Also, wir machen öfters was zusammen, das stimmt. Checkt mal Tommys Barbecue bei YouTube oder die Gartenbox bei Instagram und Facebook. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao. Gut, danke.